schon mal, ich war so am Hauptbahnhof, ganz normal, und da waren immer Tauben, schon immer. Und ich sehe ganz oft Tauben, die haben nur ein Bein. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Habe ich im Internet nachgeguckt und ich habe herausgefunden, das ist so, weil die armen Tauben, ihr normaler Lebensraum sind Berge etc. Deswegen mögen sie es da, wo so harte Steine sind. Und die finden Plastikschnüre von Menschen produziert und nehmen die mit in ihr Nester, weil die denken, das wären Äste oder halt irgendwas, Blätter. Und dann wickelt sich das um ihr Bein und dann kriegen die das nicht ab und dann stirbt ihr Bein ab. Und deswegen gibt es so viele, die nur ein Bein haben. Und das ist so ekelhaft. Und ich habe das dann eine Taube gefüttert mit einem Donut, der 1 Euro kostet im Rewe To Go im Hauptbahnhof, wo normalerweise ein Donut nur 50 Cent oder so kostet, aber die machen das natürlich teurer, weil es in dem scheiß Bahnhof ist. Und weil es seelenlose, kapitalistische Missgeburten sind, die nur immer mehr Geld machen wollen. Nur deswegen machen die das da teurer in dem verfickten Bahnhof. Guck, man muss erst eine Taube ein Bein verlieren, damit man Mitleid mit der hat und der was zu fressen gibt. Ich meine, es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, weil diese scheiß Menschen sich vermehren wie verfickte Kanickel. Und dann nehmen sich diese Menschen das Recht raus, arme Lebewesen wie diese Tauben als Ratten der Lüfte zu bezeichnen, obwohl die selbst rumficken wie ekelhaft. Milliarden zig Passerlacken, Pestbeulen Menschen auf der Welt, die behindert sind und gepflegt werden. Und solche armen Tauben darf man nicht füttern. Das ist ein verfickter Ernst. Und wie kann man so sein, weißt du? Wie kann man einfach nur so ein Mensch sein? Wie kann man überhaupt ein Mensch sein auf dieser Scheißwelt?